Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben, ehrlich gesagt. Ist schon wieder ein Tag her. Ach ja, es ist ja am Regnen, ich brauche ja gar nichts zu machen. Ich gucke aber My trotzdem nochmal watering can kurz. is already full. Okay, also scheinen die Löcher doch nicht ganz so groß zu sein. Wir haben noch den Beschleunigungsbuff aktuell drin. Wieder zwei Kaulbarsche. Okay. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie lange der noch drin ist, aber wir müssten dann auf jeden Fall nochmal das Ganze neu machen, weil der ist sowas von geil. Ganz ehrlich. Ich meine, man kommt so schnell auf einmal hier voran. Und ich habe das ja immer gesagt, das wäre natürlich das Schönste, wenn man irgendwo sprinten könnte oder sowas. Nochmal Geld? Ja, nochmal Geld. Aber leider diesmal beides etwas weniger als sonst normalerweise. Minze ist auch sehr gut. Da unten war doch gerade was. Nein? Eine Mandel. Ah. Hier unten habe ich es jetzt fast gar nicht mehr erkannt. Moment, da ist noch was zum Ausbuddeln. Ja, manchmal sind die Sachen doch ein bisschen versteckter, als man denkt. So wie es aussieht. Morgens um 7:30 und es ist nur am Regnen. Das ist doch. Also, wenn das jetzt Realität wäre, das wäre echt ein bescheidenes Wetter. Man darf ja nicht mehr fluchen als YouTuber. Da gab es ja eine Änderung zu. Oh, sie ist nicht da. Okay. Gut, wenn ich denn hier nicht immer hängen würde an dieser blöden Treppe, dann würde ich auch runtergehen. Gehen wir mal auf der anderen Seite runter. Aber ich denke mal, da wird jetzt so nichts sein. Und doch eine Mandel. Okay, normalerweise können wir dreimal ausbuddeln. Heute anscheinend nicht, aber ist nicht schlimm. Wir hatten gesagt, dass wir auf jeden Fall Fischstäbchen machen wollten. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Achso, wir müssen ja noch mit Marty sprechen, genau. Jetzt weiß ich nicht, welchen Tag wir jetzt gerade haben. Gut, wir müssen natürlich wegen der Erde gucken. Bisschen Holz brauchen wir noch. Die Erde ist halt das größte Problem, weil sonst hätten wir jetzt schon lange, lange weitermachen können mit den Gemüsebeeten. So. Einmal. Und zweimal. So, dann müssen wir natürlich unsere Süßen hier füttern, die gar keine Lust haben, rauszukommen bei dem Wetter. Hallöchen. Wen nehmen wir denn als erstes? Dass die aber auch immer genau da reinlaufen muss ins Bild. Ne? Das hätte so ein schönes Bild geben können, wenn dann die Hühner so drumherum wären. Ich wollte dieses Hummel screenshotten. Ich würde es nämlich ehrlich gesagt gerne mal abzeichnen. Und schon wieder läuft sie direkt davor. Boah. So, 16 haben wir insgesamt noch. Jetzt war sie zu schnell. Ich wollte eigentlich zur Seite. Butterblume, glaube ich, ne? Ja, Butterblume. Ich dachte gerade, was ist hier so mit dem Schwanz am Wedeln? Das waren die Ohren von der Maus unten drin. Okay. Oh, Butterblume, du bist so niedlich. Bis du zur Kuh wirst, dann bist du nicht mehr so niedlich. Aber gut, dann kriegen wir ja endlich Milch von dir, ne? Wenn es dann soweit ist. Also, das ist auch schon was Positives. So. Dann haben wir hier wieder Vorrat, dass wir wieder genug Dünger bzw. Erde herstellen können. Ich muss hier immer so ein bisschen durchlaufen. Weil man sonst nämlich nicht sieht, was dahinter ist hinter den Bäumen, weil die nicht unsichtbar werden normalerweise. Was logisch ist, weil Bäume nun mal nicht unsichtbar sind. So, da brauchen wir jetzt noch zwei. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch so einen Baumstumpf oder sowas, wo wir noch draufhauen können. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, wahrscheinlich eher nicht mehr. Was haben wir denn eigentlich? Dienstag. Oh, was ist das? Eine Mohnblume. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Die ist nicht so oft drin, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit. Hier unten, doch, hier unten ist nochmal Hexenkraut. Warum bist du deine Blumen am Gießen, wenn es regnet? Das muss man mal erklären, Thomas. Were you the one who helped restore the ranch so that Pretender and Designer Muck Boots could move in? Great. Just great. Ich glaube, ja, man kann ihm dann doch nie was recht machen. Wenn wir aber schon mal hier sind, Baumwollsamen. Achso, haben wir noch zwei? Ach, scheiß drauf, wir kaufen trotzdem nochmal zwei. Damit wir dann auf jeden Fall auch
genug haben zum Anpflanzen. Ich weiß nicht, wie lange wir die jetzt noch anpflanzen können, ob die Jahreszeit bald vorbei ist. Natürlich ist der Typ jetzt hier auch schon wieder weg. Ah, ja gut, der fängt auch erst irgendwie um 10 Uhr oder sowas an zu arbeiten, glaube ich, ne? Oh, hi. Nein, halt, warte. Du bleibst ja eh hier stehen. Mit dir muss ich noch kurz reden. You know, Angus makes the dopest pastries, but you want my controversial opinion on them? Hit me. Not enough coconut. Like, he could be putting coconut into everything, but he's not. What a missed opportunity, you know? Sie sagt, oh Gott, hit me. Wie kann man sowas so übersetzen? Naja, gut. We're lucky. We never get hurricanes here. My parents told me all these wild stories about the hurricanes that hit La Isla and the damage they created. It does seem like hurricanes come farther up the coast every year. But you're right, they don't hit Fairhaven. Huh. Maybe Gibbo will find out why. So, okay, dann haben wir die zwei nämlich schon mal abgehandelt sozusagen. Dann gucken wir hier jetzt nochmal eben, oh, ja. Batterien wollte ich gerade sagen, Bananen meine ich natürlich. Aber irgendwie bei dem Wetter beißen die Fische scheinbar nicht so gut an, ne? Ich sehe jetzt hier nicht wirklich... Ne, das sind nur die kleinen Köderfischchen. Oh, und eine Muschel. Das ist immer gut. Ach, jetzt wollte ich die Krabbe fangen. Okay, wir haben auch keine Würmer mehr bald. Oh, da müssen wir auch noch drauf achten. Heißt das, wir haben Fische gefangen? Müssen wir jetzt wieder was verkaufen? Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Doch, ich glaube, wir haben Fischstäbchen schon hergestellt, ne? Da müssten wir auf jeden Fall gucken, was wir die noch verkaufen. So, dich nehme ich mit, weil dann brauche ich hier in der Ecke erstmal nicht mehr nachzuschauen. Da sind nur die kleinen Fischlein. Oh, hier ist nochmal einer, das könnte... Bitte kein Rezept. Ich will das Krustentier. Ja, super, wunderbar. Gerade noch gesagt, oh schade, war nur ein Schrimp. Gerade noch gesagt, dass die Fische nicht so gut beißen, wenn es so am Regnen ist. Und schon schwuppdiwupp. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal kurz nach oben, weil wir von da aus zum einen schneller sind. Und zum anderen fällt mir gerade ein, also einmal müssen wir natürlich auch noch zu unseren Nachbarn rüber, unseren Feen-Nachbarn sozusagen. Und dann, genau, haben wir nämlich hier noch einen Trank gehabt, den wir noch einsammeln müssen. Okay, Temposchub, Trank, Papier haben wir noch. Achso, das brauchten wir dafür. Müssten wir nochmal neues Papier herstellen. Aber gut, ist nicht schlimm. Da wollte ich jetzt nochmal eben gucken. Zeit anhalten, Papier. Ach, das war das mit dem Honig, ja. Ja. Kleine Dinge anziehen. Ja, könnte man. Da habe ich noch ganz viel, auch nicht mehr, nur noch 21. Aber das reicht auf jeden Fall. Dafür denke ich mal, haben wir jetzt... Oh doch, wir haben... dann... Glaskugeltrank hatten wir ja. Ja, dann würde ich sagen, dann stellen wir nochmal so einen Trank her. Wunderbar. Ich mache nochmal eben ein Fischstäbchen mehr, in der Hoffnung, dass wir die überhaupt heute verkaufen können. Da bin ich mir ja nicht so hundertprozentig sicher, ob die jetzt überhaupt am Arbeiten ist. 19 Mehl haben wir noch, okay. Wir haben ganz viele... Wir haben noch gar keine hergestellt, habe ich so das Gefühl. Okay, Mehl sollten wir auf jeden Fall nochmal Neues kaufen. Ja, ich hatte ja schon mal irgendwann, als ich das erste Mal bemerkt hatte, dass man damit gut Geld machen kann, habe ich ja mal eine Folge gehabt, die habe ich ja reich durch Fischstäbchen genannt. Eigentlich müssten wir das in diese Folge eigentlich einbringen. Kai's hair is always perfect. He's given me some great tips, but these girls just won't be tamed. Ja, so ist das nun mal mit Locken, ne? Müssen wir hier eigentlich noch irgendwas machen? Haben wir noch Eisen? Nee, Eisenerz haben wir nicht mehr. Kupfer hatten wir so viel. Auch nur noch 30. Ah, da fehlt uns schon wieder einer. Gold haben wir noch gar nicht gefunden, ne? Na gut, ist nicht schlimm. Dann schaue ich jetzt erstmal kurz hier oben. Hallo. What is it like living in all that open space? To tell you the truth, it is a lot of work. Well, what a great way to work off delicious baked goods.
Ja, wenn ich denn welche kaufen wollen würde. Aber aufgrund meiner Gesundheit möchte ich das lieber nicht. My wife Vanessa is an amazing teacher and first lady of Fairhaven. She's too good for me. I'm kidding. Why? Have you heard anyone say that? So oft wie der das sagt, glaube ich, hat er tierische Komplexe. If you get really lucky and take care, the bees might even make some royal jelly for you. Ja, ich denke eher, dass die mir nur Honig geben, aber ich kann ja mal drauf hoffen und warten. Deep in thought, Vanessa. What's that, dear? Oh, I'm so sorry. How rude of me. Yes. I was just contemplating our little town and all of its secrets. Secrets? Well, that would be telling, wouldn't it? Ja, dann schauen wir noch mal kurz hier bei dem Werkeltypen nach. Is it silly that I miss heading out to water my garden on rainy days like this? Ehrlich gesagt, ja. Weil sowas würde ich nicht vermissen. How's it going so far on the farm? Let me know when you get some chickens. Hallo? Ich hab Hühner. Wieso? Was willst du damit? Bist du ein Fuchs? Möchtest du die essen? Möchtest du die jagen? Möchtest du, dass ich dir eins brate? Oh, Shelby, hi. You gotta be careful eating mushrooms. They'll take you places. Oh, yeah. I've heard of people going on journeys. Yeah. To the outhouse, in my case, I'm mushroom intolerant. Ja gut, das sind dann aber keine anderen Orte, sondern das sind dann ja schon bekannte Orte, wo die Pilze ihn dann hinführen. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt irgendwas von wegen, so meine ich das nicht. Es gibt Pilze, die du isst, die dich komplett an irgendwelche magischen Orte bringen oder sowas, habe ich jetzt mitgerechnet. Aber gut, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Fangen wir den Fisch nochmal, den großen. Ja, ist mal klar, wenn ich das sage, müssen die Kleinen dann beißen. Immer das Gleiche. Und jetzt der Große. Der hat sogar mal auf dich gehört. Ja, und dann haben wir jetzt doch vergessen, nochmal kurz einen Abstecher nach, ich will immer Fairhaven sagen, weil das passt so schön zu dem Ort. Ist es aber natürlich nicht. Oh ja, heute Nacht können wir, ich muss sowieso heute Nacht nochmal zu den Hexen, Magiern, keine Ahnung, zum Zirkel, sage ich jetzt mal. Weil ich das nochmal auffüllen muss, dann kann ich das nämlich in eine verbinden mit den Blumen. Even with an unlimited budget, Hollywood could never recreate Fairhaven's charm. So, ich hoffe, dass unser Surferboy heute auf hat, dass er eben rübergegangen ist, weil er öffnen wollte. People watching has taught me a lot as a doctor. Okay. Das bringt mich jetzt nicht weiter. Sie hat auf jeden Fall geöffnet. Sehr geil. Komm, komm. Ich möchte mit dir sprechen. Juliet's been bringing up Italy a lot lately. I want to surprise her, so she doesn't know. I've started a savings fund for us to go one day. So, was wir aber ganz dringend machen müssen, ist, falsch rum, ist erstmal 19 Fischstäbchen zu verkaufen. Das heißt, wir bekommen jetzt 1900. Ist das geil. Wir haben auf jeden Fall schon mal genug, um den Rest zu machen. So, Bruno. Wesley wish me good luck while I was fishing. Can't believe the fella doesn't know it's bad luck to do that. Das hat er schon mal öfter gesagt. So, wenn wir schon so viel haben, dann müssen wir uns auf jeden Fall... Oh, er hat nur noch 3 Würmer zu verkaufen. Warum? Achso, das steht ja auch hier oben. Stimmt. Ah, nein. Och, nein. Wieso stehe ich denn jetzt hier im Verkauf drin? Och, ihr könnt mich doch alle mal... Ich kaufe jetzt nochmal 20 rein. Ja, das nennt man dann wohl Lehrgeld, nehme ich mal an.
Müssen wir da eigentlich irgendwas freischalten? Nee, müssen wir nicht unbedingt, ne? Wir brauchen die Sachen ja jetzt nicht wirklich. So, was ist mit dir? Was hast du jetzt heute im Angebot? Oh, wie geil! Ein Zitronenbaumsetzling. Ja gut, Maulbeersetzling. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal... ich will die anderen hier unten haben. Aber Zitrone nehme ich sofort mit. Maulbeerbaum, ja, weiß ich nicht. Kaufen wir auch mal. Wer weiß, ob wir die noch brauchen. Keine Ahnung. Ach so, Moment. Jetzt habe ich nicht mitbekommen, wie viel wir da jetzt eigentlich haben. Das könnte ich verkaufen. Stimmt, Stoff. Das wäre natürlich ganz cool. Oder Papier. Aber Papier, glaube ich, bringt nicht so viel ein. Moment, das ist Stoff. Und das, ach so, das war Seide. Können wir auch Wolle direkt? Oh, wir können auch Wolle direkt verkaufen. Für 90. Und der Stoff wäre für 144. Ich weiß nicht, was wir da jetzt noch brauchen für den Stoff. Ach so, die Kerzen. Ja gut, das ist jetzt Bienenwachskerze, Sojakerze, die kosten dann nicht mehr so viel. Nee. Also ich denke mal, mit dem Stoff könnten wir wahrscheinlich ja, mehr Geld machen oder besser Geld machen. So, Schätzelein, ich brauche von dir mal etwas Mehl. How are things going on the farm? I love having fresh summer produce in the shop. I have no idea how Hazel managed it, but her vegetables were always the best. Ja, ich wäre schon viel, viel schneller mit allem hinterhergekommen, wenn ich nicht das Problem hätte, dass ich jetzt erstmal das Ding noch machen muss. Was sind die denn da? 13, würde ich sagen, damit wir dann auf jeden Fall auch wieder 20 machen können. So, weil, ne, so von wegen, sie ist ja auch nicht jeden Tag da. Ist hier unten noch jemand? Nee. Bei dem Regen wollte da jetzt keiner hinsitzen. Keiner hinsitzen, das ist tolles Deutsch. Ganz gutes Deutsch heute. Vanessa is a great first lady. Just super classy and kind. Otto really punched above his weight class there. Must be nice. Ich wollte noch mal eine Sache... Oh, wir können auch Knochen hier verkaufen. Ah, nee, Moment. Wir können Knochen kaufen. Was ist das denn? Ach so, das war das Seitan. Wir können unsere Tiere verkaufen. Theoretisch. Will ich jetzt natürlich nicht. Aber theoretisch könnten wir die verkaufen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, warum Flügelspiel 600 hat und Nugget nur 375. Ich vermute mal, dass das irgendwas damit zu tun hat, weil Flügelspiel schon die Hälfte an blauen Herzen hat. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht mal irgendwann machen. Aber ich glaube, so viel Gewinn macht man... Wie viel kostet so ein... 250, glaube ich, kostet so ein... Naja gut, wenn das für 600 weggeht, dann wäre das schon... Rindfleisch könnte ich verkaufen. Das würde aber heißen, dass ich selber schlachten müsste. Ach so, ja, habe ich ja von ihr bekommen. Ich frage mich gerade, woher ich überhaupt das Fleisch habe. Stimmt, habe ich von ihr bekommen. Hi Wesley. Na? So, the new rancher... No, I am not going to eat his livestock. I have more self-control than that. I was just going to ask if you'd met him yet. Oh. Oh, ihr seid so gemein. Ich musste gerade einen Schluck trinken und dann macht ihr sowas. Ah, nee, ich gehe lieber oben rum, das ist schneller. Ja, ich wollte ihn jetzt eigentlich besuchen. Im anderen Bereich, weil da wollten wir ja noch hin. Aber er ist jetzt hier. Also schätze ich mal, wird er jetzt auch gleich nicht dort anzutreffen sein. Es sei denn, er würde jetzt eben rübergehen, aber das denke ich mal eher nicht. Ja, wir haben noch viel Ausdauer. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Achso, die brauchten dieses Blatt, ne? Das habe ich ja immer noch nicht. Habe ich denn noch Wolle? Stoff? Nein, ich habe keine Wolle mehr. Papier wäre aber, glaube ich, ganz gut, wenn ich da nochmal was herstellen würde. Ich habe ja noch Ausdauer. Ich meine, ich kann mir ja immer noch alles holen und... Ach so, das war jetzt falsch. Immer noch alles holen und machen und tun. Und ich würde sagen, dann nehmen wir direkt schon mal als direkten Ausgleich, damit ich es nicht vergessen kann, einen Baum hier. So. Perfekt. So, dann gehen wir einmal rüber.
Da haben wir übrigens auch noch nicht mit der Meteorologin gesprochen, fällt mir gerade ein. Da brauchen wir auch wieder so ein bisschen Zauber für. Also nicht für die Meteorologin, sondern damit wir hier... Hier ist ja alles geschlossen. Wo sind die denn alle hin? Leute, so nicht. Oben ist auch geschlossen. Die haben wir wirklich alle. Ohne Ausnahme, oder? Ja, da müsste ich ganz oben nochmal gucken. Stehen jetzt alle hier unten? Nee, nur die beiden? Maybe this is a rude question to ask, but why do your feet point backwards? They allow for the best kinds of trickery. When I lived in Pindoretama, I led more hunters away from the animals of the forest than any other Kurupira. Nothing confuses a human more than a set of tracks going the wrong direction. Ja, muss ich zugeben, da ist was dran. Ist gar nicht so doof überlegt. You have more questions, don't you? Hey, there's a lot of information to digest. True. Go on. If the gloaming is so dangerous, why do you live near it? Because we Fae must. We need at least a little magic in the ground under our feet. Just like humans need at least a little sun on their skin. Hm. Das ist schön gesagt. Ja. Ich frag mich jetzt nur ernsthaft, wo hier diese Lilane da ist. Diese Elfe, sag ich mal. Die ist nämlich nicht bei uns. Die ist nicht hier. Na, gehen wir mal hier wieder zurück. Ah, Mann, wenn ich so schnell bin, ist das hier ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich hier bin. So, okay. Mann. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt noch eben so ein bisschen Ausdauer verbrauchen, indem wir noch ein bisschen Holz holen. Weil Holz kann man ja eigentlich immer genug haben und da die Ausdauer eh verbraucht wird, wenn ich mich hier bewege. Ja, ich weiß. Da habe ich schon öfter mal genug für gehabt. Das Problem ist ja auch nicht das Holz. Das Problem ist halt, ja, dass wir die Erde... erst nach einer gewissen Zeit bekommen. So. Ich hoffe, da kommt auch noch vier. Achso, oh, habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ich habe nur noch einen Schlag übrig gehabt. Naja, gut, okay. Dann würde ich sagen, ja, bleibt uns ja heute eigentlich nicht mehr so viel übrig. Den Trank haben wir reingemacht. Achso, ich könnte noch ein bisschen Papier vielleicht noch machen. Ich brauche 50, glaube ich, ne? Dann nehmen wir nochmal 10, so. So, weil ich möchte natürlich bei ihm auch ein bisschen leveln. Ach so, den einen Typen habe ich immer noch nicht gefunden. Jetzt bin ich hier schon überall rumgelaufen. Und trotzdem habe ich ihn nicht gefunden. Er ist wahrscheinlich immer genau dann falsch rumgelaufen, wenn ich hier war. Ich muss aber erstmal nach unten. So, dann schauen wir mal. Ich mache mal ein Papier mal so als Vergleich. Das ist natürlich nicht viel. Ja, gut. Nee, dann würde ich sagen, dann machen wir noch die restlichen 4, damit ich dann auch noch was zu Hause habe. Wobei andererseits, man kann Papier immer schnell herstellen. Aber ich brauche die für die Zauber, glaube ich. Eins wollte ich aber noch mal kurz gucken. Da steht immer nur nicht auf Lager, aber der hat doch trotzdem die Sachen. Ja klar, Safran hat er schon mal drin gehabt. Die Raupen hat er drin gehabt. Die müsste der dann von Tag zu Tag unterschiedlich haben. Wann kommt dann endlich der Samen? Kann nicht angebaut werden. Wachsen im Winter. Ja toll, das heißt, ich kann den wahrscheinlich jetzt noch überhaupt gar nicht holen, oder was? Oder verkauft er den? Aber man kann es nicht benutzen. Ich weiß es ja nicht. So, ich gucke noch mal ganz kurz hier an Hazels Grab, ob man da neue Blumen rein... Ah ja, kann man, okay. Dann würde ich aber diesmal sogar sagen, wir nehmen die Mondblume, da können wir ja neue holen. I miss you, Grandma. So, wir müssen ja so ein bisschen Grabpflege müssen wir ja auch machen hier, ne? Ja, und dann würde ich sagen, dass wir uns dann gleich wiedersehen, wenn es dunkel ist. Dann kann ich die Mondblumen pflücken
und ein Opfer bringen, damit wir damit wir wieder genug Magika im Topf haben. Ich weiß nicht, wo der Typ jetzt hin ist, aber ich hoffe darauf, dass der morgen arbeitet, dass wir dann mit ihm endlich mal sprechen können. Ich sagte mal, bis gleich. So, die Blumen können wir ernten, sehr schön. Ja, mal die, die wir gerade sozusagen geopfert haben, haben wir dann auch schon wieder drin. Und dann müssen wir gleich hier mal eben etwas opfern, bevor ich das vergesse. Nein, ja. Wir müssen auf jeden Fall viel machen. Also würde ich sagen, nehmen wir hier unten die Hexenkraut war am besten. Mohnblume haben wir so viel von. Die können wir mal ausprobieren. Oh, die ist fast... Heißt das fast voll? Ich glaube ja, oder? Leider sehe ich es nicht. Ja, doch. Es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, dass wir noch eine Blaubeere hinterher spenden. Dann müsste eigentlich alles wieder voll sein. Ja, perfekt. Okay. So, was ist mit Shelby? Den habe ich draußen rumlaufen sehen. Is all the secrecy and fancy speech getting to you yet? Is it that obvious? I was the same at the start. It's annoying, but worth it. Ja, man kann ja sagen, was man möchte, ne? It may be said by some that the Farseer speaks in riddles, but that's only because so much of magic is unknowable, and what we do know is always changing. Das klingt jetzt auch sehr nach in Rätseln gesprochen, ehrlich gesagt. Light follows the darkness. Remember that. Das ist eine schöne Weisheit, aber bringt mich jetzt nicht weiter. Ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir hier noch irgendwas. Dafür, das war die Sache mit dem Honig, ja. Wahrscheinlich kommen wir hier überhaupt nicht mehr weiter. Watch out for the journeyman. You're new and don't know better than to stay out of his schemes. Have you made my potion yet? Nee, ich brauche keinen Hinweis. Ich will ein... Ach, ich dachte, ich kann hier rausgehen. No, I need a hint. Who are you? You really don't know? Surely those lovely eyes are more perceptive than you think. Hazel had this way of really seeing people, even when she first met them. I bet you do too. Ja, das... Ich weiß es wahrscheinlich schon, don't oder vielleicht. Don't call me the standing stones. Our coven has kind of a bad history with them. Aber so oder so, ich meine, ich komme hier nicht weiter, wenn ich nicht den Tee bekomme. Und den Tee kann ich erstens jetzt nicht anpflanzen, was ja schon ätzend genug jetzt ist. Und ja, zweitens kann ich ihn immer noch nicht kaufen. Ich weiß nicht, warum ich ihn zumindest nicht kaufen kann. Also könnte das vielleicht auch noch sein, dass das irgendwie mit der Jahreszeit zusammenhängt. No one takes you seriously when you're a kid. Like, what I actually want never really matters. Ja, für deine Eltern ist das sicher wichtig, aber für die Gesellschaft, beziehungsweise ja, die Politiker, sage ich mal, ist sowas generell nicht wichtig. Für die sind wir alle unwichtig, das sagen sie uns ja auch immer wieder. So, andere Kinder habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Überhaupt haben wir lange keine mehr gesehen, muss ich sagen. Das war jetzt nur der... Ja, genau. Ich will das nämlich weiterhin natürlich leer haben. Ja, da wir jetzt aber auch nichts angeln konnten oder so, würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal ins Bettchen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.